Hey, willkommen zu einem neuen Video. Willkommen im Marianengraben, einem Ort im westlichen Pazifik mit einer Tiefe von etwa 11 Kilometern. In der Nähe gibt es eine noch tiefere Stelle, die Challenger Deep genannt wird. Die Frage ist jedoch, was sich dort verbirgt. Heute zeigen wir euch die 10 gruseligsten Dinge, die im Marianengraben gefunden wurden. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Nummer 10. Für einen normalen Taucher ist es unmöglich, so tief zu tauchen. In der Tat wird der Druck immer größer, bis er dich erdrückt. Trotzdem haben Menschen beschlossen, mit einem U-Boot zum tiefsten Punkt des Marianengrabens zu fahren. Wie wir sehen können, herrscht in dieser Tiefe völlige Dunkelheit. Der Regisseur und Meeresforscher James Cameron war der erste Mensch, der selbst auf den Grund des Ozeans tauchte. Es dauerte etwa 70 Minuten und er beschrieb es als eine surreale Erfahrung. Seitdem sind mehrere Menschen auf den Grund der Challenger Deep geschickt worden. Das letzte Mal war es eine Frau namens Dawn Wright am 12. Juli 2022. Wenn man bedenkt, dass dies eine größere Tiefe ist als die Höhe des Mount Everest, aber dann unter Wasser, wird die Welt um ein Vielfaches beängstigender. Findet ihr nicht auch? Nummer 9. Wenn es auf anderen Planeten wie dem Mars Vulkane gibt, dann ist es nur logisch, dass es auch Unterwasservulkane gibt. Der Marianengraben beherbergt einige seltsame Dinge und eines davon sind heftige Vulkane und hydrothermale Schlote. Im Jahr 2016 wurde eine fast 30 Meter tiefe hydrothermale Quelle gefunden, aus der Flüssigkeit mit einer hohen Temperatur austrat. Dadurch konnte ein hydrothermaler Schlot unter Wasser existieren, was ein sehr unwahrscheinliches Ereignis ist. Dieses Gebiet markiert eine Stelle, an der Platten zusammenstoßen, was zu einer Subduktion führt. Von Subduktion spricht man, wenn sich eine ozeanische Platte unter eine andere ozeanische Platte schiebt. Dann steigt das uns bekannte Magma auf, das sich aus dem aktiven Isobonin-Mariana-Vulkanbogensystem speist. Und als diese unerträglich heiße Flüssigkeit in das fast gefrorene Wasser der Tiefsee floss, kam es zu einem schornsteinartigen Effekt. Das Bizarre daran ist, dass inmitten dieses Phänomens Krebse, Muscheln, Schnecken und Hummer zu finden sind. Nummer 8. Manche Leute sagen, dass der Marianengraben so tief ist, dass er genauso gut eine andere Galaxie sein könnte. Wenn man tief genug taucht, kommt man irgendwann in ein Gebiet, das als Wald des Unheimlichen bezeichnet wird. Wissenschaftler beschreiben diesen Ort als etwas, das direkt aus einem Kinderbuch von Dr. Seuss oder aus einer SpongeBob-Schwammkopf-Folge stammt. Es war jedoch kein Mensch, der sich auf den Weg nach unten machte, sondern ein ferngesteuertes Fahrzeug namens Deep Discoverer. Wie ihr sehen könnt, ist der Forest of the Weird ein außerirdischer Ort, der mit Glasschwämmen gefüllt ist. Das sind Tiere, die nur in der Tiefsee vorkommen und an harten Oberflächen leben. Sie ernähren sich hauptsächlich von kleinen Bakterien und Plankton, das sie aus dem umgebenden Wasser filtern. Noch interessanter als ihr gruseliges Aussehen ist, dass sie alle aufrecht zur Strömung hin ausgerichtet sind. Nummer 7. Ein normaler Virus, mit dem wir auf der Erde leben müssen, ist an sich lästig. Doch laut einer aktuellen Studie wurde auf dem Meeresboden der Challenger Deep ein Riesenvirus gefunden. Es wurde an der tiefsten Stelle des Marianengrabens ausgegraben und ist größer als manche Bakterien. Dieses Gebiet soll sogar so tief sein, dass sich riesige Seeungeheuer nicht dorthin trauen. Nur sehr kleine Lebensformen können dort überleben. Das Riesenvirus stammt vom Meeresboden in 11.000 Metern Tiefe. Es war nicht das erste Mal, dass ein Virus unter Wasser gefunden wurde, aber es war das erste Mal, dass es in einer so gigantischen Tiefe gefunden wurde und dann auch noch in so großer Menge, dass es noch alarmierender ist. Die Forscher brachten die gefundenen Viren zu einem Team aus Shanghai, das feststellte, dass es sich um 15 Arten von Viren und mehr als 100 Arten von anderen Mikroorganismen handelte. Tests ergaben, dass keines der Viren dem Menschen direkt schaden kann, aber sie können bei Säugetieren Gewebeschäden verursachen. Nummer 6. Vor einiger Zeit wurde im Marianengraben ein Geräusch beobachtet, das man Biotwang nannte. Das Geräusch umfasst Frequenzen von 38 Hertz bis 8000 Hertz. Stellt euch vor, wie ein solcher synthetischer Klang durch den Marianengraben donnert. Hört mal zu. Dieses rätselhafte Geräusch ist von der Wissenschaft noch nicht aufgeklärt worden, aber ein Team, das daran arbeitet, glaubt, eine Antwort gefunden zu haben. Einen menschlichen oder geologischen Ursprung wie etwa ein Erdbeben oder Eis konnten sie jedoch nicht finden. Es bleibt also nur eine erschreckende Möglichkeit, ein biologischer Ursprung. Die Wissenschaftler glauben, dass das erschreckende Geräusch von einer neuen Walart oder einem anderen unbekannten Seeungeheuer stammen könnte. Welches Tier macht dieses Geräusch deiner Meinung nach? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.
Nummer 5. Hydrothermalquellen sind nicht die einzigen ihrer Art in der Marianengraben. Es gibt auch sogenannte Pillow-Lava. Diese entsteht, wenn basaltische Lava unter Wasser ausbricht. Wie bei den hydrothermalen Quellen erschreckt das kalte, fast gefrierende Meerwasser die Lava und kühlt sie ab. Doch dieses Mal entsteht durch den Zusammenprall der extremen Temperaturen eine Kruste, die einem Kissen ähnelt. Dann drückt sich neue Lava durch die Kruste, die dann Kratzer auf den Kissen, sogenannte Striations, bilden kann. Es gibt jedoch noch viele Informationen über Tiefseevulkane zu erforschen. Eine interessante Tatsache ist, dass wir die Explosion eines Vulkans, wenn er unter Wasser ausbricht, nicht hören und sehen können, wie wir es an Land können. Nummer 4. Vor nicht allzu langer Zeit wurde im Marianengraben eine Qualle mit Mundwerkzeugen entdeckt. Forschern ist es gelungen, diese Quallenart auch an anderen Stellen im Ozean zu finden. Die Stygiomedusa, wie die Qualle genannt wird, wurde mit der Kamera in einer Tiefe von 990 Metern aufgenommen. Wenn ihr blinzeln würdet, würdet ihr diese durchsichtige Qualle übersehen. Die Arme dieser äußerst seltenen Qualle können mehr als 10 Meter lang werden und das Meerestier wurde bisher nur etwa 100 Mal beobachtet. In diesem Video gelang es dem Monterey Bay Aquarium Research Institute, die Qualle aus drei verschiedenen Blickwinkeln einzufangen, während ein Team von Wissenschaftlern ein ferngesteuertes Fahrzeug verwendete. Nummer 3. Wenn ihr dachtet, dass der Marianengraben der tiefste Punkt des Ozeans, der sich in einer Tiefe von mehr als 11.000 Metern befindet, eine leblose Grube der Dunkelheit und des Nichts ist, liegt ihr völlig falsch. In der Tat gibt es Hinweise darauf, dass der zerstörerische Einfluss des Menschen auch diese Tiefe erreicht hat und das ist sehr alarmierend. Denn genau an dieser tiefsten Stelle wurde eine Plastiktüte gefunden. Wenn man bedenkt, dass der Marianengraben mit Ausnahme einiger weniger Krakenquallen und Korallenarten praktisch unbewohnbar ist, ist das Vorhandensein der Plastiktüte alarmierend. Wenn man außerdem bedenkt, dass der Marianengraben mehr verschiedene Lebensformen beherbergt, als wir technisch untersuchen können und dass der Mensch es schafft, selbst diesen Ort zu verschmutzen, ist das offensichtlich nicht gut für das Meeresleben und die Natur. Nummer 2. Es gibt Gerüchte über eine räuberische Spezies, die ihre Opfer in einer Tiefe von 2700 Metern lebendig verschlingt. Der Ping-Pong-Baumschwamm. Ja, so heißt diese Kreatur, die im Marianengraben lebt. Ihr mögt den Namen vielleicht lustig finden, aber täuscht euch nicht über diese Meereskreatur, denn die Beutetiere im Ozean fürchten sich vor dem Ping-Pong-Baumschwamm. Dieser schlanke, stängelartige Schwamm, der seinen Namen von seinem Aussehen hat, ist ein gerissener Räuber. Die Ping-Pongs, die wir hier sehen, sind mit hakenartigen Verlängerungen ausgestattet. Jede Beute, die sich versehentlich in ihrem Griff verfängt, ist gefangen und kann nicht so leicht wieder befreit werden. Wenn sich die Beute in seinen Krallen verfängt, verschlingt der Schwamm sie bei lebendigem Leib und das bei einer Größe von nur 50 cm. Nummer 1. Der Megalodon ist ein prähistorischer Hai aus der Zeit der Dinosaurier, der vor etwa 50 Millionen Jahren ausgestorben sein soll. Oder doch nicht? Manche Menschen glauben, dass sich der Megalodon immer noch irgendwo in den Tiefen des Ozeans versteckt. Es kursiert sogar ein Artikel, in dem behauptet wird, der Megalodon sei irgendwo im Marianengraben mit der Kamera eingefangen worden. Fossilien zeigen, dass diese Haie küstennahe Gebiete zu ihren Jagdgründen gemacht haben. Die Nahrung des Megalodon bestand aus großen Walen und anderen Haiarten. Haltet ihr es für möglich, dass der Megalodon noch irgendwo in einem abgelegenen Gebiet des Marianengrabens herumschwimmt oder ist er ausgestorben? Hoffen wir auf die zweite Möglichkeit, denn ein Hai dieser Größe galt nicht umsonst als der König des Ozeans. Was denkst du über den Marianengraben und würdest du jemals dorthin gehen? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch. Wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, klickt auf den Bildschirm oder schaut euch auf unserem Kanal um. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.